Vielen Dank für die Einleitung, vielen Dank für Ihr Interesse hier. Ich werde in der Tat in meinem Vortrag darauf eingehen, weshalb ich glaube, es ist sehr wichtig ist, sich nicht nur die Menschen anzugucken, sondern auch Menschenaffen anzugucken, weil wir über den Vergleich nicht nur etwas über Affen verstehen, sondern auch etwas über uns selbst. Ich will mich von Anfang an hier schon mal entschuldigen. Ich bin seit 7 Jahren nicht mehr in meiner Muttersprache tätig, bin seit 7 Jahren in den USA. Also falls sich hier hin und wieder mal ein paar Anglizismen einschleichen sollten, Entschuldigung im Vorhinein. Mein Minimalziel hier ist, dass ich mich nicht anhöre wie mein Idol aus Basketballzeiten, Detlef Schrempf, der NBA-Spieler aus Deutschland oder vielleicht einer, den Sie vielleicht besser kennen, Arnold Schwarzenegger. Also das ist mein Minimalziel, dass das Deutsch noch nicht ganz so verunreinigt ist. Ja, ich will hier Ihnen ein paar Beispiele geben aus der Grundlagenforschung, Entwicklungspsychologie und auch Primatenforschung, um eben Einsicht zu geben in die Erkenntnisse über die Grundlagen der menschlichen Kooperation. Und das ist ein Thema, das ist sehr spannend für Psychologen, Psychologinnen, weil Kooperation ist ein unglaublich komplexes Verhalten. Wenn wir uns Menschen angucken, sehen wir, dass Menschen sich um das leibliche Wohl anderer kümmern. Wir haben eine Tendenz, Geld zu spenden oder unser eigenes Blut. Wir sind dazu in der Lage, nicht nur als Individuen zu arbeiten, sondern in einem Team. Und die Besonderheit von Teamarbeit ist eben, dass hier Individuen Kräfte vereinen und dann Werke bewerkstelligen, zu denen ein Individuum niemals alleine in der Lage wäre. Dieses Gebäude wäre unmöglich, wenn wir Menschen nicht dazu in der Lage wären, zu kooperieren. Und mit diesen Verhaltenstendenzen kommen auch sehr starke Normen, sehr starke Werte darüber, wie wir diese Ergebnisse unserer Zusammenarbeit aufteilen würden. Was ist die gerechte, faire Weise, wie die Ressourcen aufgeteilt werden sollen unter uns? Das sind die großen Fragen, die wir uns stellen. Und die Besonderheit, wenn wir uns an die Psychologie heranwagen wollen, wenn wir verstehen wollen, was ist die Motivation, was sind die kognitiven, die verhaltensmäßigen, die emotionalen Voraussetzungen für diese kooperativen Fähigkeiten, erkennen wir, dass es wirklich wichtig ist zu verstehen, wie es möglich ist, dass wir kooperieren können in so vielfältiger Weise. Sie kennen viele Beispiele von Kooperationsverhalten bei beispielsweise Ameisen. Die sind auch unglaublich kooperativ. Ihr ganzes Leben ist gewissermaßen darauf ausgerichtet zu kooperieren. Was wir Menschen allerdings können, ist, wir können auf völlig neuartige Probleme zugehen und eben dann als Team arbeiten und völlig neuartige Gebäude bauen. Wir sind dazu in der Lage, verschiedene Gemütslagen anderer Leute zu erkennen und darauf zu reagieren. Also der wesentliche Punkt hier ist, dass wenn wir wirklich menschliche Kooperation verstehen wollen, müssen wir die zugrunde liegende Psychologie verstehen. Und die Hauptfrage, die ich hier stellen will, ist, was sind die Grundlagen dieser wesentlichen psychologischen Fähigkeiten? Und ein Hauptargument oder eigentlich die Mainstream-Annahme ist, dass dies zurückgeht auf kulturelle Eigenschaften, auf die Fähigkeit von Menschen, die Normen und Werte der Gesellschaft quasi zu absorbieren, dass wir kooperativ werden, weil wir diese Normen und Werte internalisieren. Das ist eine Grundannahme in der meisten der Sozialpsychologie, in der Verhaltensökonomie war das auch bis zumindest vor kurzem so die Standardannahme. Und was ich Ihnen hier zeigen will, ist, dass diese Grundannahme etwas Wesentliches auslässt. Und das ist, dass nämlich Kinder auch bereits von Anfang an wesentliche kooperative Fähigkeiten mitbringen, die nicht allein durch gesellschaftliche Normen und Erziehung erklärbar ist. Also die Grundannahme oft ist, dass Kinder als reine Egoisten auf die Welt kommen
Und es ist einzig und allein durch Erziehung, durch Belohnung, durch Lernen von Werten, dass sich diese reinen Egoisten nach und nach über die Kindheitsentwicklung zu kooperativen Wesen entwickeln. Und was ich eben hier zeigen will, ist, dass mit entwicklungspsychologischer Forschung und mit Primatenforschung wir uns an diese Frage heranwagen können und verstehen, wie diese verschiedenen Faktoren wie Biologie, wie Erziehung, wie Sozialisation zusammenwirken, um in der Menschentwicklung kooperative Individuen hervorzubilden. Somit will ich Ihnen hier drei Beispiele geben. Ein Beispiel ist Forschung zu altruistischem Verhalten. Dies sind Verhaltensweisen, die sind eben motiviert nicht an Eigeninteresse, sondern dass zumindest in der Situation selbst die Motivation darin besteht, einer anderen Person zu helfen, die Notlage einer anderen Person zu ändern. Und ich werde Ihnen ein paar Beispiele geben zu Hilfeverhalten bei Kleinkindern. Und im zweiten Teil werde ich dann ein paar Beispiele bringen, was wir gefunden haben zu den Grundlagen von Zusammenarbeit, wie Kinder gemeinsam zusammenarbeiten, um eben nicht unbedingt ein Festspielhaus zu bauen, aber kleinere Problemaufgaben gemeinsam zu lösen und dann auch der Frage nachgehen, was sind eigentlich die Grundlagen unseres Verständnisses von Gerechtigkeit? Wie kommen wir dazu, dass wir sagen, so soll es aufgeteilt werden und nicht anders? Frau Feuchtner hatte erwähnt, dass diese Forschungsfragen teilweise auf Zufall zurückgehen. Das ist in der Tat richtig. Als ich anfing als Doktorand am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie, hatte ich so diese Idee, dass es vielleicht interessant wäre, Hilfeverhalten bei Kindern sich anzugucken, weil eine wesentliche Frage in der Psychologie ist, wie ist es möglich, dass Kinder gewissermaßen die Perspektive anderer Leute einnehmen? Wie können sie verstehen, dass jemand etwas getan hat, was er eigentlich gar nicht wollte? Dass sie unterscheiden können zwischen den Intentionen, die eine Person hat, und dem tatsächlichen dem tatsächlichen Ergebnis der Handlung. Und das wird normalerweise gemessen durch Imitationsstudien. Da wird zum Beispiel den Kindern gezeigt, dass jemand eine Kiste versucht aufzumachen und dann immer das nie hinbekommt oder versucht, einen Ring auf einen Haken zu postieren und der fällt immer runter. Wenn die Kinder dann aber diese Gegenstände selber bekommen, nachdem sie diesen Erwachsenen gesehen haben, machen sie nicht das nach, was sie gesehen haben, sondern das, was der andere machen wollte. Also sie sind dann nicht dabei, dass sie den Ring immer neben den Haken werfen, so wie das ist genau das, was sie gesehen haben, sondern sie legen den Ring genau über den Haken, weil sie verstehen, dass der andere das eigentlich wollte und die Absichten der anderen erkennen können. Und so habe ich mir eben die Frage gestellt, ob Hilfeverhalten für ein anderes Maß ist, um zu testen, ob Kinder die Absichten anderer Personen erkennen. Weil für Hilfeverhalten ist das auch notwendig. Stellen Sie sich vor, ein Objekt fällt runter, die Person streckt sich danach aus und kommt nicht ran. Das ist könnte verstanden werden als Gymnastik, vielleicht ist sie versucht, die Person sich zu strecken. Nein, wir verstehen natürlich, dass wenn das Ups passiert, war etwas, was die Person eigentlich nicht wollte, die Absicht war, diesen Gegenstand zu halten und die kommen nicht ran. Und hier wäre dann eben die Frage, ob die Kinder dazu in der Lage sind zu verstehen, was der Ausgang, was das Ergebnis dieser Handlung war und was die Absicht dieser Handlung war. Und das Ergebnis wäre dann eben, dass wenn sie verstehen, was die Absicht der Person war, dass sie dann hilfsbereit diesen Gegenstand aufheben und der Person geben. So, das habe ich meinem Doktorvater vorgeschlagen als ein Thema und auch mit anderen Leuten dort gesprochen und die meinten, wenn du sowas machst mit einem Kleinkind, die wollen die Gegenstände einfach behalten, die geben die nie wieder her, das kannst du vergessen. Allerdings, als ich dann für eine andere Studie mit einem Kind so in der Pilotphase spielte, passierte es mir, dass mir ein Ball wegrollte und dann habe ich tatsächlich gedacht, ha, vielleicht ist das jetzt die Situation, wo ich das mal testen kann und habe dann so getan, als könnte ich diesen Ball nicht bekommen. Das Kind hat sofort verstanden, was hier Sache ist und hat mir diesen Ball rübergebracht und mir in die Hand gelegt. So fing also dieses Thema an. Es fing eigentlich an mit der Frage, inwiefern Kinder dazu in der Lage sind, die Perspektive der anderen Person einzunehmen und Absichten zu erkennen. Aber es verwandelt sich nun in die Frage von altruistischem Hilfeverhalten.
Und dies startete gewissermaßen eine ganze Serie von Studien, in denen wir dann untersucht haben, ob Kinder in der Lage sind zu helfen, ob sie verstehen, dass das, was gerade passiert ist, die Person gar nicht beabsichtigt hatte und ob sie dann auch die eventuell altruistische Tendenz haben, dieser Person mit diesem Problem zu helfen. Und hier zeige ich Ihnen ein Beispiel. So, das ist unsere Wäscheklammeraufgabe. In diesem Bild im Bild sehen Sie mich als Doktorand auf der rechten Seite. Ich tue so, als wollte ich hier meine Wäsche aufhängen. Und dann fällt mir eine Wäscheklammer auf den Boden und ich komme nicht ran. Und dieses 18-monatige Kind beobachtet das. Einmal hier und einmal. Und was wir gefunden haben, ist, dass 18-monatige Kinder in dieser Situation spontan helfen. Innerhalb von ein paar Sekunden laufen die los und heben einen Gegenstand auf und geben ihn mir zurück. Und wesentlich ist, dass wir immer in diesen Studien eine Situation vergleichen, in der dies gewissermaßen ein Unfall ist, dass die Wäscheklammer auf dem Boden liegt, oder dies mit Absicht geschehen ist. Weil es ist ja möglich, dass die Kinder, wenn die Wäscheklammer auf dem Boden ist, denken, ja, Wäscheklammern gehören nicht auf den Boden, ich räume hier auf, dass sie in gewissermaßen ein bisschen Aufräumfimmel haben. Oder vielleicht etwas realistischer, dass sie denken, ja, das war ja lustig, der soll das nochmal machen und geben dann die Wäscheklammer hoch. Oder dass sie allgemein einfach mit der Person interagieren wollen und dass die Gelegenheit ist, so eine soziale Interaktion zu initiieren. Allerdings, wie Sie hier sehen können, in der Kontrollbedingung, in der ich eine Wäscheklammer auf den Boden warf, absichtlich auf den Boden warf und nicht danach griff, haben Sie mir diese Wäscheklammer nicht zurückgegeben. Und aus diesem Unterschied zwischen der Kontrollbedingung und der Experimentalbedingung können wir sehen, dass die Kinder wohl tatsächlich erkennen, was meine Absicht war und wenn ich meine Absicht nicht verfolgen konnte, weil dieser Unfall passiert, sind sie willens und fähig, da zu helfen. So, das ist eine Situation, die wir getestet haben. Aber wie ich erwähnte, ist eben eine wesentliche Fähigkeit von uns Menschen, dass wir in vielerlei Weise helfen können. Und so wollten wir eben gucken, wie clever gewissermaßen die Kinder sind in ihrer Hilfsbereitschaft. Und in dieser Situation, in der Schrankaufgabe, sehen die Kinder, auch wiederum 18-Monatige, wie ich einen Stapel Zeitschriften in diesen Schrank auf der linken Seite lege, dann die Türe schließe und noch einen weiteren Stapel Zeitschriften aus der Ecke des Raumes hole und dann zurückkehre. Oh. Oh. Und auch hier finden wir, dass die Kinder helfen in der Experimentalbedingung, die Sie gerade gesehen haben, wo die Türen wirklich im Weg sind. Die Türen aber nicht aufmachen in der Kontrollbedingung, in der ich zuerst die Zeitschriften oben auf den Schrank getan habe und dann die Türen schließe. Und wenn ich nun wieder zurückkomme und in diesen Schrank rumse, tue ich dies nicht, weil ich versuche, das reinzutun, sondern weil ich Probleme habe, die Zeitschriften oben drauf zu tun. Und hier öffnen die Kinder die Tür nicht, was sehr wichtig ist, weil es könnte ja sein, dass die Kinder sich nur daran erinnern, wie viel Spaß es macht, Schranktüren aufzumachen oder dass der Lärm einfach ihre Aufmerksamkeit auf diesen Schrank richtet und sie dann dieses Verhalten ausführen. Das ist nicht der Fall und ist somit ein weiterer Beleg dafür, dass die Kinder wirklich erkennen, wann Hilfe vonnöten ist und sie dann ausführen und nicht einfach die Schranktür zum Spaß aufmachen. Als wir diese Ergebnisse hatten, dachten wir, na gut, das sind nun recht spontane Verhaltensweisen, aber diese Arten von Situationen sind welche, die die Kinder vielleicht zu Hause schon mal erlebt haben. Und es könnte ja sein, dass die Erwachsenen ihnen sagen, was sie da tun sollen oder dass sie die Kinder dafür belohnen. Und deswegen wollten wir eine Situation schaffen, die die Kinder noch nicht erlebt haben konnten.
Und das haben wir folgendermaßen gemacht. Wir haben eine Kiste gebaut, die hat ein Loch obendrauf und eine Klappe an der Seite. Und eine andere Versuchsleiterin hat dem Kind zuerst diese Klappe gezeigt und dann lernen die, dass man diese Klappe benutzen kann, um diese Kiste aufzumachen. Und dann später komme ich rein mit meiner Kaffeetasse und einem Löffel und dann fällt mir der Löffel durch dieses Loch und ich dussel, versuche meine Hand durch dieses Loch zu quetschen und das gelingt mir nicht. So. Oh. Und auch hier finden wir, dass in der Experimentalbedingung, die Sie gerade gesehen haben, die Kinder die, ihre gerade erst gelernte neue Fähigkeit sofort nutzen, um mir zu helfen, aber die Klappe geschlossen halten, wenn ich den Löffel absichtlich in die Kiste geworfen habe und nicht danach greife. Auch hier wieder Beleg dafür, dass die Kinder unterscheiden können, wann die Hilfe vonnöten ist und wann die Hilfe nicht vonnöten ist und dann dementsprechend intervenieren. Eine Frage ist natürlich hier, könnte es sein, dass die Kinder einfach nichts Besseres zu tun haben, als zu helfen? Ja? Also die hängen da rum hinten im Zimmer und dieser Typ macht da komische Sachen. Vielleicht wollen die einfach da mit der Person interagieren. Deswegen haben wir in weiteren Studien quasi die Kosten etwas erhöht. Wir haben den Kindern eine bessere Alternative gegeben. Und ich zeige Ihnen hier ein Beispiel. Also in dem Fall ist es so, Sie sehen auf der rechten Seite eine Versuchsleiterin, die einen Brief schreibt und der fällt dann, so wie in der Wäscheklammeraufgabe, der Stift runter und sie greift danach. Aber in diesem Fall hat dieses Kind unglaublich viel Spaß, ist beschäftigt in diesem Bällebad auf der linken Seite, das Sie vielleicht von IKEA kennen, und dann war eben die Frage, ob die Kinder in so einer Situation auch aufopferungsbereit sind. Mama, guck, das wird ein Brief. Huch. Na sowas. Und das Ergebnis dieser Studie und vieler anderer ist, dass die Kinder in der Tat hilfsbereit sind, auch wenn sie damit beschäftigt sind zu spielen oder wenn wir einen ganzen Hindernisparcours zwischen dem Kind und der Hilfesituation aufbauen. Die Kinder haben wirklich diesen Drang, der Person zu helfen, auch wenn das bedeutet, dass sie etwas Kosten dafür und Aufwand betreiben müssen. Die andere Seite von Kosten sind natürlich Nutzen. Also die Frage, die wir uns dann auch noch gestellt haben, ist es vielleicht der Fall, dass die Kinder denken, sie kriegen was dafür? Vielleicht kriegen sie etwas für diese Hilfsbereitschaft, die sie da zeigen. Und der beste Weg, das herauszufinden, ist, das wieder als eine Variable in das Experiment einzuführen. Und das haben wir getan in einer weiteren Studie. Hier, das ist die Struktur unseres Designs. Sie sehen hier auf der einen Seite, dass die Person, die wie Sie das gesehen haben mit dem Stift, der auf den Boden fällt, entweder nach dem Objekt greift oder an dem Objekt kein Interesse hat. Und die Idee ist natürlich dann hier, dass wenn die Kinder, wenn die das Hergeben des Objekts motiviert ist, von der Absicht der anderen Person, darauf abzielt, der anderen Person tatsächlich mit dem Problem zu helfen, dann müsste dieser Faktor ausschlaggebend sein. Ja? Dass die Kinder, so wie in der Wäscheklammeraufgabe, eben häufiger das Objekt bringen, wenn die Person danach greift, als wenn die Person nicht danach greift. Aber dann haben wir eben auch eine zweite Variable manipuliert und das ist, dass jedes Mal, wenn die Kinder geholfen haben, die Kinder aus der Belohnungsbedingung einen kleinen Spielklotz bekommen. Also die werden gewissermaßen dafür bezahlt, dass sie helfen. Und die Kinder in der Nichtbelohnungsbedingung, die kriegen eben nichts. Da setzt die Versuchsleiterin dann einfach ihre Handlung fort und das war's. Und die Logik wäre eben die, dass wenn die Kinder dann, und wir haben hier 10 Durchgänge, 10-mal hintereinander, das dieselbe Situation. Wenn die Kinder wirklich motiviert sind zu helfen, weil sie was dafür bekommen, dann müsste dieser Faktor besonders ausschlaggebend sein. Okay? Das Ergebnis ist, dass
der Faktor, ob die Person nach dem Objekt greift oder nicht greift, ausschlaggebend ist. Die zwei Säulen auf der linken Seite sind signifikant höher als auf der rechten Seite. Und ob sie dafür eine Belohnung erhalten oder nicht, ist nicht ausschlaggebend. Also das bestätigt unsere früheren Studien, wie mit der Wäscheklammer und an anderen Situationen, dass die Kinder wirklich daran interessiert sind, der Person mit dem Problem zu helfen und nicht daran interessiert sind, an einem unmittelbaren Nutzen für sie selbst. Als wir diese Ergebnisse hatten, haben wir uns dann gefragt, ob es vielleicht möglich ist, dass die Kinder wirklich intrinsisch motiviert sind zu helfen. Also dass sie von sich heraus spontan willens sind, anderen Personen zu helfen und externe Belohnungen vielleicht sogar schlecht sind. Und das haben wir in der folgenden Studie gemacht. Wir haben wiederum Kleinkinder getestet, die waren 20 Monate alt und hatten zwei wesentliche Versuchsbedingungen. In der einen Versuchsbedingung haben die Kinder keine Belohnung erhalten, wenn sie einer Person ein Objekt, das gerade runtergefallen ist, hochreichen. Und die anderen Kinder haben eine Belohnung bekommen. Und jedes Kind wurde 5-mal getestet, bis sie dann 5-mal geholfen haben. Somit haben also Kinder aus beiden Gruppen erfahren, aha, wenn ich helfe, kriege ich nichts. Oder sie erfahren, aha, wenn ich helfe, dann kriege ich ein Spielzeug dafür. Und die große Frage jetzt war, was passiert in der Zukunft? Was passiert, wenn später wiederum dieses Problem passiert, allerdings keine Belohnung in Aussicht gestellt wird? Ist es nun so, dass die Kinder dann einfach weiterhelfen? Oder ist es der Fall, dass diese Belohnung dann vielleicht einen anderen Effekt hatte? Und das Ergebnis ist das folgende. Vielleicht überraschend zeigte sich, dass die Kinder, die vorher eine Belohnung erhalten hatten und nun nicht mehr belohnt werden, weniger helfen als diejenigen Kinder, die nie eine Belohnung erhalten haben. Und das ist eben Beleg dafür, dass hier eventuell diese extrinsischen Motivatoren, extrinsische Belohnung, die vorher intrinsische Motivation gewissermaßen nach außen gestülpt hat. Dass die intrinsisch motivierten Kinder nun nicht mehr helfen, weil sie das richtig finden gewissermaßen, sondern weil sie dafür eine Belohnung bekommen, dafür bezahlt werden. Und wenn der Erwachsene nun nicht mehr bezahlt, wieso sollte ich helfen? Das eben als weiterer Beleg dafür, dass die Kinder tatsächlich intrinsisch motiviert sind, anderen Personen zu helfen und nicht, weil sie daraus selbst Nutzen schlagen. Eine weitere Frage, die man sich stellen kann, ist nun, ob diese Verhaltensweisen der Erwachsenen besonders ausschlaggebend sind. In den Videos, die ich gezeigt habe, gibt es sehr explizite nonverbale Hinweise von dem Erwachsenen, dass hier ein Problem vorliegt. Ja? Also man rumst in den Schrank hinein oder greift nach einem Objekt, und nach einem Objekt greifen kann auch vielleicht als so ein imperatives Zeigen verstanden werden. Die Frage ist also, ob die Kinder vielleicht helfen, weil sie das gewissermaßen als kommunikatives Signal verstehen, dass die Person nonverbal ihnen bedeutet, hilf mir hier, hilf mir hier. Wir als Erwachsene würden wahrscheinlich helfen, auch wenn diese Hinweise völlig abwesend sind. Stellen Sie sich vor, Sie laufen hier am See entlang und einer Person fällt der Geldbeutel aus der Tasche und die Person hat überhaupt nicht erkannt, dass es hier ein Problem besteht und läuft einfach weiter. Da würde ich noch mal hoffen, dass Sie in diesem Fall diese Geldbörse aufheben und der Person signalisieren, guck mal, halt, du hast ein Problem, du hast deine Geldbörse verloren, und dann hilfsbereit eintreten. Diese Art von Helfen nenne ich proaktives Helfen, weil das ist eben nicht eine Reaktion auf eine Notsituation, sondern ein proaktives Helfen, wo zumindest die verbalen und kommunikativen und verhaltensmäßigen Hinweise der Person, die Hilfe benötigt, abwesend sind. So, wie können wir das in Kindern testen? Das können Sie sich vorstellen, war nicht ganz einfach, aber wir haben einen Weg gefunden. Ich zeige Ihnen hier unseren Versuchsaufbau von oben. Diese grauen Quader sollen Tische symbolisieren. Auf den Tischen sind Blechkannen drauf. Und die Versuchsleiterin E1 ist dabei, diese Blechkannen aufzuräumen und die in eine Kiste zu schmeißen. Und das Kind, C, Child, auf der linken Seite, ist mit einem tollen Spiel beschäftigt.
Was dann allerdings passiert, ist, dass während die Versuchsleiterin da diese Milchkannen aufräumt, eine Milchkanne von Tisch runterfällt und auf dem Boden landet. Und sie hat überhaupt nicht gesehen, dass das passiert ist. Und die Frage ist nun eben, ob die Kinder verstehen, dass das etwas ist, was die Kinder, was die Person nicht hatte wollen können, und ob sie nun da intervenieren. So, hier das Beispiel: Der Junge ist beschäftigt mit dieser Zickzackrampe und die Versuchsleiterin auf der rechten Seite, und auf diesem weißen Tisch ist eine Milchkanne, die dann gleich runterfällt. Sie sehen eine gewisse Kosten-Nutzen-Abwägung auch hier. Und die Kinder haben tatsächlich in dieser Situation geholfen. Kinder so ab dem zweiten Lebensjahr, die 25-Monatigen und aufwärts, differenzieren zwischen der Situation, die sie hier gesehen haben, und einer Kontrollbedingung, in der die Person entweder den Milchkanister einfach auf den Boden geschmissen hat, absichtlich, oder vorab bedeutet hat, dass ihr das sowieso egal ist, wo die Sachen rumliegen. Und die Kinder helfen dann in der Art und Weise, wie sie hier gesehen haben, in Schwarz, dass sie einfach aufstehen und helfen, oder dass sie aufstehen und helfen und auch das kommunizieren oder nur kommunizieren. Das ist dann sozusagen die faulste Variante, hinter dem Spiel zu bleiben und der Person darauf zu bedeuten, dass was passiert, aber nicht den weiteren Schritt gehen und dann wirklich zu helfen. Das also die Erkenntnis daraus. Und dieses Ergebnis finden wir besonders interessant, weil es sowohl Aussagen trifft über die kognitive Fähigkeit, Absichten zu erkennen, aus der Situation heraus, ohne dass hier irgendwie die Person was kommuniziert, aber auch hinsichtlich der Motivation, weil das hier weitere Beleg dafür liefert, dass die Kinder wirklich spontan aus sich heraus helfen, ohne dass die Person direkt oder indirekt irgendwie hier die Strippen zieht. Eine andere Beobachtung, die Sie vielleicht hier gemacht haben, ist, dass in diesem Fall kein Elternteil im Raum ist. Und das ist etwas, was wir jetzt in den Studien auch immer machen, dass man sich eben vorstellen könnte, dass die Kinder einfach ihre Eltern beeindrucken wollen oder die Eltern irgendwie im Hintergrund noch die Strippen ziehen. Und wenn wir die einfach aus dem Raum räumen, dann kann das nicht der Fall sein. Und wir finden, dass es in der Tat völlig irrelevant ist, ob zumindest mit den Kindern im zweiten Lebensjahr, ob die Eltern im Raum sind oder draußen, die Kinder sind wirklich spontan hilfsbereit. So, wenn wir nun diese ganzen Belege zusammennehmen, denke ich, sind wir in einer guten Position, diese Grundannahme zu widerlegen, dass Kinder reine Egoisten sind von Anfang an. Natürlich haben wir egoistische Tendenzen von vornherein und die gehen auch nie weg, aber dass auch vielleicht ein paar altruistische Tendenzen da vorhanden sind, die nicht zurückgehen auf das Lernen von Wertesystemen, die nicht darauf zurückgehen, dass Kinder erst lernen müssen, was es bedeutet, ein guter Bürger zu sein oder eine gute Bürgerin zu sein, oder dass es lange Zeit braucht, Normen zu internalisieren und sie dann als Jugendlicher irgendwann mal zum Ausdruck zu bringen. Also diese Varianten, die also die Standardmodelle eigentlich sind, darüber, wie kooperatives Verhalten sich bei Kindern entwickelt, diese Modelle scheinen nicht ganz plausibel zu sein, wenn wir uns diese Ergebnisse angucken. Allerdings finden wir eben, dass Kinder 14 bis 18 Monate alt sind, wenn sie zuerst diese Hilfsbereitschaft zeigen. Und so kann man immer argumentieren, dass, naja, die hatten eben 14 bis 18 Monate Zeit, das zu lernen. Und vielleicht ist es ja so, dass wir unbedingt wollen, dass unsere Kinder kooperativ sind und sie einfach ganz furchtbar schnell dazu treiben, auch hilfsbereit zu sein. Ich fände das nicht besonders plausibel, aber das ist ein grundlegendes Problem entwicklungspsychologischer Forschung, dass auch wenn man etwas an Verhaltensweise sehr früh bei Kindern findet, man immer mit irgendeinem Argument kommen kann, dass eben in diesen paar Jahren, in diesen paar Monaten, in diesen paar Tagen, in denen sich das entwickelt hat, externe Faktoren eigentlich dafür verantwortlich sind.
So, was machen wir jetzt? Wie können wir herausfinden, ob diese Faktoren von Erziehung und kulturellen Normen und so weiter tatsächlich notwendige Voraussetzungen sind für diese grundlegenden Hilfeverhalten? Die ideale Situation wäre, wenn wir eine Zeitmaschine hätten, um zu unseren Vorfahren zurückzureisen, bevor sich in unserer evolutionären Entwicklung Wertesysteme und Erziehungssysteme und Gesellschaften entwickelt haben. Leider gibt es diese Zeitmaschine nicht. Ich habe auch meine Kollegen vom MIT gefragt, die haben es immer noch nicht geschafft, sowas zu bauen. Aber die nächstbeste Maschine, die wir haben, sind unsere nächsten Verwandten. Die Idee hier ist, dass wenn wir ein Verhalten finden bei unseren nächsten Verwandten, dann ist es unplausibel, dass dieses Verhalten zurückgeht, einzig und allein, auf menschenspezifische Dinge wie Kultur. Das liegt eben daran, dass die nächsten Verwandten, dass wir, wenn wir so etwas finden, wahrscheinlich ein Verhalten entdeckt haben, das bereits der gemeinsame letzte Verwandte von Menschen und Schimpansen und Bonobos bereits hatte, der oder die ungefähr 5 bis 7 Millionen Jahre zuvor lebte. Wenn es etwas ist, das wir bei Menschen finden, allerdings nicht bei unseren nächsten Verwandten, dann ist es plausibel anzunehmen, dass dies ein Verhalten ist oder ein Trait, der sich eben in etwas neuerer Zeit evolutionär betrachtet entwickelt hat. Also Schimpansen sind ein tolles Modell, um diesen Fragen nachzugehen, was ist wirklich menschspezifisch und was hat vielleicht tiefere evolutionäre Wurzeln. Und aus diesem Grund haben wir unsere Studien zur Hilfsbereitschaft bei Kleinkindern, bei 18-Monatigen, dann eben in den Zoo gebracht, in den Leipziger Zoo. Und da haben wir dieselben Situationen da nachgestellt, wie die Wäscheklammeraufgabe. In diesem Fall ist es so, dass die Pflegerin hier so tut, als würde sie diesen Tisch sauber machen mit einem Schwamm und der fällt ihr dann runter. Und die Frage ist, sind die Schimpansen hilfsbereit? Und zu unserem Erstaunen, und das ist etwas, was wir überhaupt nicht vorher gesagt haben, waren diese Schimpansen im Leipziger Zoo tatsächlich willens und fähig, dieser Versuchsleiterin zu helfen, obwohl sie dafür keine Belohnung erhalten, obwohl sie keine negative Konsequenzen erwarten konnten. Das war der erste experimentelle Beleg dafür, dass vielleicht auch Schimpansen Hilfsbereitschaft, spontane Hilfsbereitschaft zeigen. Allerdings ist das Problem hier, dass die Versuchsleiterin quasi die Ziehmutter war dieser Schimpansen. Wir haben das mit kleinen Babyschimpansen gemacht, die von Menschen aufgezogen wurden. Und deswegen ist es möglich, dass das sich beschränkt auf diese sehr, sehr intime Beziehung zwischen diesen Schimpansen mit ihrer menschlichen Pflegemutter. Und das zweite Problem war auch, dass die eben für adäquates Verhalten dann belohnt wurden, nicht für Hilfsbereitschaft, aber für andere Verhaltensweisen. Deswegen waren wir uns da noch nicht so ganz sicher, inwiefern das verallgemeinerbar ist. Was wir als nächstes gemacht haben, war, dass wir eine Gruppe von Schimpansen getestet haben, die lebt in Uganda, auf einer Insel, wo sie tagsüber einfach im Urwald ihr Schimpansending machen können. Und dann nachts kommen sie zu einer Schlafstätte gewissermaßen, das ist wie ein Zoo, wo sie auch von Menschen dann eben Futter bekommen und veterinärmedizinische Betreuung und so weiter und so fort. Und das war eben eine großartige Situation für uns, weil diese Schimpansen wurden noch nie zuvor getestet von Erwachsenen. Die hatten nicht diese intime Beziehung mit den Erwachsenen und insbesondere nicht mit dem Versuchsleiter, meinem Kollege Brian Hare, der diese Studie durchgeführt hat. Und so haben wir dann mit den Schimpansen eben genau dasselbe gemacht, dass wir den Schimpansen entweder eine Belohnung gegeben haben, wenn sie was
gegeben haben, was dem Brian Hare außer Reichweite ist, oder sie dafür keine Belohnung bekommen haben. Und wir manipulieren dann wieder, ob er danach greift oder nicht danach greift. Also genau dieselbe, dasselbe Studiendesign wie mit den 18-monatigen Kindern. Hier nochmal, falls Sie sich nicht erinnern, wie genau die Ergebnisse aussahen mit den 18-monatigen Kindern. Und jetzt zeige ich Ihnen, was die Schimpansen machen. Die Schimpansen machen genau das Gleiche. Auch die Schimpansen helfen, wenn die Person ein Problem damit hat, dass das Objekt außer Reichweite ist, und geben es nicht her, wenn er daran kein Interesse hat. Und interessanterweise, ob sie dafür eine Belohnung erhalten oder nicht, hat überhaupt keinen Effekt. Also das zeigt uns auch, dass Schimpansen allgemein wohl willens sind, Personen zu helfen. Sie fragen sich jetzt natürlich, Moment mal, das sind ja Menschen, denen geholfen wird. Inwiefern helfen Schimpansen nun anderen Schimpansen? Diese Frage haben wir uns natürlich auch gestellt und wollten dazu auch eine Studie machen. Das wird ein bisschen heikel, weil man kann ja Schimpansen nicht sagen, jetzt tu mal so, als wäre dir das versehentlich runtergefallen, und dann 10 Sekunden greifst du danach und 10 Sekunden guckst du dann darüber und so weiter und so fort. Das geht nicht. Was machen wir mit Schimpansen? Das war unsere Lösung dafür. Das ist die Draufsicht unsere Experimentalräume, da gibt es einen Recipient, einen Schimpansen in diesem Raum in der Mitte, und der versucht, eine Schiebetür aufzumachen. Das Problem ist allerdings, dass diese Schiebetür von einer Kette blockiert ist. Und diese Kette kann nur von dem Versuchsschimpansen, dem Subject, gelöst werden. Und wenn der die Kette löst, fällt sie runter. Der Schimpanse kann die Schiebetür öffnen und in diesen Target Room gehen. Und um dieses Verhalten da rauszukitzeln, haben wir Futter benutzt, haben Futter in diesen Target Room gelegt. Und dann bedeutet es eben, dass der Rezipient versucht, diese Tür zu öffnen. Und wie gesagt, wir müssen es immer vergleichen mit einer anderen Bedingung. Und in der Kontrollbedingung war es dann so, dass wir Futter in den anderen Raum getan haben, sodass der Rezipient diese Tür ignoriert und versucht, die andere Tür aufzumachen. Allerdings ist diese Kette auch für den Versuchsschimpansen nicht erreichbar. Und somit können wir eben messen, ob die Testschimpansen diese Kette häufiger lösen in der Experimentalbedingung, in der es sinnvoll ist, diese zu öffnen, wenn sie dem anderen helfen wollen, verglichen mit der Kontrollbedingung, in der das Lösen der Kette überhaupt keinen Zweck verfolgt. Und so sah das aus, der Rezipient auf der linken Seite und der Subject auf der rechten Seite. Und auch hier finden wir, dass Schimpansen anderen Schimpansen helfen. Das ist also etwas, das nicht nur stattfindet in eher artifiziellen Situationen mit Menschen. Das ist auch etwas, was Schimpansen untereinander tun. Also wenn wir nun das noch hinzunehmen zu unserer Frage zu den Grundlagen menschlicher Hilfsbereitschaft bei Kindern, zeigt sich, dass diese möglichen Erziehungsmaßnahmen, die Kinder durchlaufen, oder dass man in einem Wertesystem aufwächst, in dem Kooperation wesentlich ist, dies nicht eine notwendige Voraussetzung ist, weil Schimpansen eben nicht in diesem Kontext aufwachsen und trotzdem Hilfsbereitschaft zeigen. Gut, dies nun unsere Story zu altruistischen Verhaltensweisen. Was nun sind die Grundlagen der Zusammenarbeit? Hier ist die eine Frage natürlich, wie sind Personen dazu in der Lage zu erkennen, dass sie alleine nicht zum Ziel kommen, aber wenn sie ihre Kräfte vereinen, dann höher, weiter, schneller sind. Die zweite Frage ist allerdings, was macht man mit dem Erfolg? Wie teilt man dann diesen Apfel auf, den diese zwei Jungs gemeinsam erobert haben? Und wir haben das getestet, indem wir Kinder diese Kiste zeigen,
das Schema unten zeigt es etwas besser. Da sind vier Belohnungen, zum Beispiel Gummibärchen in der Schüssel in der Mitte. Aber um daran zu kommen, weil das alles in dieser Kiste versteckt ist, müssen die Kinder die Seile an beiden Seiten gleichzeitig ziehen. Und eine Person kann eben das Seil nicht alleine betätigen. Und was wir da gefunden haben, war erstmal, dass die Kinder dazu in der Lage sind, dieses Problem zu lösen. Aber war nicht überraschend, das kennen wir aus vielerlei Forschung, dass Kinder, viel jüngere Kinder dazu sogar in der Lage sind. Aber was wir überraschend fanden, war, dass die Kinder dann meistens diese Belohnungen tatsächlich gleich aufteilten, dass sie sicherstellten, dass beide gleich viel bekommen. Die kämpften nicht darum, wer viel hat, sondern sie haben diese Gleichaufteilung fabriziert. Die Frage, die sich daraus ergab, ist dann allerdings, ist es jetzt so, dass die das Gleiche aufteilen, weil sie zusammengearbeitet haben, oder sie es gleich aufteilen, weil beide gleich viel gearbeitet haben? Ja? Weil es könnte ja sein, dass sie sagen, ich arbeite so viel und du arbeitest so viel, deswegen müssten wir gleich bezahlt werden. Aber sie verstehen sich immer noch nicht als Teamarbeiter gewissermaßen. Um das auseinander zu dröseln, hat meine Doktorandin Katharina Hamann folgende Studie durchgeführt. In der einen Bedingung war die Arbeit entweder die gemeinsame Arbeit, wirkliche Zusammenarbeit, wo dieser Block, den Sie da sehen, durch diese Seile nach vorne gezogen wird und dann vier Murmeln über die Kante schubst. Allerdings ergibt sich das, dass in ein paar Situationen drei Murmeln auf die linke Seite rollen zu dem einen Kind und eine Murmel zu dem anderen Kind. Also eine Ungleichverteilung entsteht. Und so ist die Frage, ob die Kinder sagen, naja, das ist okay, ich habe jetzt halt mehr. Oder sie sagen, nee, wir haben zusammengearbeitet, deswegen machen wir das jetzt wieder gleich. Und das vergleichen wir mit der individuellen Bedingung, in der beide individuell parallel arbeiten. Jeder zieht seinen eigenen oder ihren eigenen Block. Ja? Und das Ergebnis ist auch wieder eine Ungleichverteilung. Und dann eine Kontrollbedingung, in der die Kinder gar nicht arbeiten, sondern einfach nur reinkommen und die Murmeln sind quasi wie Brot vom Himmel gefallen. Und das Ergebnis ist, wie diese Belohnungen da auftauchten, war für die quasi irrelevant. Die haben einfach das so angenommen, drei für eine Person, ein für andere, ist in Ordnung. Allerdings, die Dreijährigen, die unterscheiden dann wesentlich. Sie sind meistens dazu bereit, dem anderen die extra Murmel abzugeben, sodass wiederum diese Gleichaufteilung sich ergibt. Und das machen sie signifikant häufiger als in den individuellen Bedingungen. Das zeigt uns, dass die Kinder wohl diese Zusammenarbeit besonders würdigen und dass es nicht einfach nur die individuelle Bezahlung ist, wer hat wie viel individuell gearbeitet. Nur ganz kurz möchte ich noch hinzufügen, dass wenn man solche Studien mit Schimpansen durchführt, auch diese dazu in der Lage sind, diese Probleme zu lösen. Allerdings, wie meine Kollegin Alicia Menes herausfindet, ist es nur dann der Fall, wenn die Belohnungen vorab schon aufgeteilt sind. Das sind mehrere Meter zwischen den zwei Schimpansen und die können sich sozusagen sicher sein, dass ich meinen Teil bekomme, weil du bist ja da drüben und du kriegst deinen Teil. Wenn allerdings die Belohnungen alle hier in der Mitte sind und es dann zu Streitereien kommen würde, sie dann gar nicht erst diese Seile berühren. Die Schimpansen haben anscheinend noch nicht diese Fairness-Normen, die die dreijährigen Kinder benutzen in ihrem Repertoire. Lassen Sie mich abschließen. Was wir finden nun in dieser Forschung ist, dass, wenn es um diese grundlegenden altruistischen Verhaltensweisen geht, bereits Kinder im zweiten Lebensjahr willens und fähig sind, sich für andere einzusetzen, auch wenn sie daraus keinen unmittelbaren Nutzen ziehen. Und das ist wesentlich auch, denke ich, für die Pädagogik, weil man dann merkt, dass das eine Fähigkeit ist, die man vielleicht evozieren kann und die man weiter kultivieren kann und es nicht der Fall ist, dass man Egoisten quasi in Kooperationswesen umprogrammieren muss. Wenn es dann um die Frage geht, Gerechtigkeit, wie soll man die Ressourcen aufteilen, die man gemeinsam erarbeitet hat, da können wir nicht so gut rekurrieren auf unsere evolutionären Wurzeln. Und das ist wohl ein Bereich, in der gesellschaftliche Normen insbesondere wesentlich sind. Und das
ist vielleicht auch eine Erklärung dafür, dass das eine Verhaltensweise ist, die sich bei Kindern etwas später entwickelt. Dass hier die Kinder am Anfang noch nicht so recht wissen, wie sie damit umgehen sollen, wenn Ressourcen ungleich verteilt sind und dass es ein paar Jahre dauert, bis sie dann nach und nach verstehen, dass vielleicht Gleichverteilung die Lösung des Problems ist. All dies wäre natürlich nicht möglich ohne viel Hilfsbereitschaft von vielen Mitarbeitern, die ich hier würdigen will. Meine Co-Autorinnen aus dem Max-Planck-Institut in Leipzig und der Harvard University und meine Lab-Members, wie wir sagen, in Harvard hier fotografisch festgehalten. Vielen Dank.